Gestern war China dran und heute kommen wahrscheinlich die EU-Autozölle. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Sieht vieles danach aus. Gestern, ja, dieser durchaus für viele überraschende Schritte, dass Trump hier neue Zölle gegen die restlichen ca. 300 Milliarden an Importen aus China verhängt. Damit wird betroffen sein auch zum Beispiel Apple mit seinen iPhones. Deswegen versuchen ja die Kalifornier möglichst viel aus China heraus zu verlagern, wie so viele andere amerikanische Firmen. Jedenfalls hat das die Märkte natürlich gestern auf dem falschen Fuß erwischt. Und heute ist es so, dass eine Ankündigung gemacht wurde seitens des Weißen Hauses, dass um 17.45 Uhr eine Erklärung zum EU-Trade, also zum Handel mit der EU, veröffentlicht werde, und vieles deutet darauf hin, dass jetzt eben auch die Autozölle kommen, nachdem man aus verschiedenen Insiderkreisen zuletzt gehört hat, dass da wenig vorangeht, dass da überhaupt nichts sich bewegt in diesen Handelsgesprächen zwischen der EU und den USA, dementsprechend, weil wohl die Franzosen sich weigern, dass der Bereich Landwirtschaft in diese Gespräche überhaupt aufgenommen wird. Aber die Amerikaner bestehen drauf, denn diese Landwirtschaft ist für sie ja selber sehr, sehr wichtig. Sie wollen ja gerne auch Landwirtschaftsprodukte nach Europa exportieren. Dementsprechend ist das wohl jetzt die nächste Eskalationsstufe. Und das könnte dann richtig heftig an den Märkten werden. Schauen wir erstmal, was da gestern wohl mit Trump passiert ist, was da abgelaufen ist. Da hat Eamon Javers, der Weiße Hauskorrespondent von CNBC, das klar gezeigt, dass es offenkundig ein Meeting gab zwischen Trump, Lighthizer, Mnuchin, also den beiden Verhandlungsführern, die kürzlich in Shanghai waren. Peter Navarro war auch noch dabei. Und da hat es wohl klare Aussagen gegeben von Mnuchin und Lighthizer, dass sich da nicht wirklich viel bewegt hat. Man hatte es schon so ein bisschen geahnt in dem Statement der USA, wo es doch sehr vage hieß, wir erwarten, dass die chinesische Delegation Anfang September nach Washington kommt. Also das war schon sehr auffällig, dass da wenig Optimismus verbreitet wurde. Und jetzt war es wohl so, dass Trump dann gesagt hat, naja, so geht das nicht. Wir werden jetzt einmal ein bisschen harte Kante zeigen. Und letztendlich waren alle dafür, die Zölle einzuführen. Nur Mnuchin hat gesagt, Mensch, und auch wohl Lighthizer, pass, gibt doch den Chinesen eine Warnung, statt das jetzt einfach per Tweet zu verkünden. Aber Donald Trump hat sich daran nicht gehalten, so heißt es. Dementsprechend war die Reaktion der Chinesen auch nicht so wirklich erfreut. Und es sieht jetzt vieles danach aus, wie Hu Xijin, Chefredakteur der Global Times, schreibt, dass man jetzt wohl seitens der Chinesen keine Priorität mehr in diese Verhandlungen mit den USA geben wird. Die Frage ist, wie wird China jetzt reagieren? Wird man sagen, ja, dann braucht die Delegation Anfang September, was ja eigentlich geplant ist, gar nicht mehr in die USA reisen? Was wird da also kommen? Was wird da passieren? Das dürfte jetzt von entscheidender Bedeutung sein. Man wolle sich eher auf nationale Strategien konzentrieren. Jedenfalls das Thema Handelskrieg kocht jetzt weiter auf. Ich hatte vor einigen Tagen vor meinem Urlaub gesagt, es wird bald wieder aufpoppen. Die Geschichte ist einfach so verfahren, dass das eben nicht so ist, dass dann, wenn man sich wieder trifft, plötzlich alles wieder gut ist. Auch wenn die Märkte das natürlich 738,5 Mal eingepreist haben. Jetzt ist die Situation wohl die, dass Trump gesagt hat, naja, diese 10% Zölle sind der Anfang. Ich kann auch locker auf 25 gehen oder auf mehr als 25%. Ich kann sie aber auch ganz schnell wieder abschaffen. Also er will das als Knetmasse haben, aber die Chinesen werden darauf nicht reagieren. Trump will sozusagen das Ganze ja als Druckmittel einsetzen, um die Chinesen praktisch zu Konzessionen zu zwingen. Aber genau das funktioniert nicht. Genau das ist wieder ein kulturelles Missverständnis zwischen den USA und China. So kann man mit den Asiaten nicht sprechen. Das erzeugt nicht die gewünschte Wirkung. Schauen wir uns mal an, was derzeit eigentlich so in Sachen Paranoia am Markt der Fall ist. Sven Henrik hat das sehr schön wieder formuliert. Ein Markt, der ripped 50 handles down, also der sozusagen 50 Punkte im S&P, das sind immerhin knapp 2%, nach unten gedrückt wird in Sekunden durch einen einzigen Tweet, ist vielleicht nicht der sicherste Platz auf der Welt. Das ist bedenkenswert, denn die Vola war ja extrem gering sichtbar im WIX. Da ist kaum etwas passiert. Wir sind in Richtung 11 unterwegs gewesen. Also keine Sorgen, keine Ängste. Und ein einziger Tweet sorgt dafür, dass dann hier so etwas passiert. Vorgestern war es Powell, dann gestern die Euphorie, hurra, wir haben schlechte Daten, diese etwas merkwürdige
Logik, die die Märkte haben, schlechte Daten, also muss die Fed die Zinsen senken. Dann gestern die Aussagen Trumps über China und bums ging es nach unten. Also es ist schon eine etwas verrückte Welt, gar keine Frage. Schauen wir uns die Termine an, die heute auf der Agenda stehen. Da haben wir die Arbeitsmarktdaten 14:30. Was wird erwartet? Zu 160.000 um und bei. Arbeitslosigkeit 3,7, Stundenlöhne plus 0,2 und 3,1 zum Vorjahresmonat. Aber es gibt so ein kleines Fragezeichen, dass möglicherweise die Daten besser ausfallen, denn es gibt das sogenannte Census Hiring. Das ist praktisch eine Volkszählung, die in den USA im Jahr 2020 stattfinden wird. Und da werden jetzt schon viele, viele Mitarbeiter eingestellt. Man schätzt so zwischen 20.000 und 50.000 Stellen könnten alleine in diesem Monat durch dieses Hiring, Census Hiring, dazukommen. Wir haben dann die Handelsbilanz und wir haben das Verbrauchervertrauen in Michigan, nachdem die Verbraucherstimmung vom Conference Board ja fast Allzeithochs erreicht hatte, oft ein Kontraindikator. Wenn die Stimmung extrem euphorisch ist bei den Verbrauchern, dann ist meistens eine Rezession nicht weit so was, zumindest die letzten Male. Aber natürlich der Fokus auf die Arbeitsmarktdaten heute, denn der Markt hat ja gestern nochmal Party gemacht, weil er sich gesagt hat, ISM war schlecht, Bauausgaben waren schlecht, also wird das jetzt die Fed zwingen, früher oder später die Zinsen zu senken. Wenn aber heute die US-Arbeitsmarktdaten stark sind, dann wären eben gute Daten schlechte Nachrichten und andersrum. Also das wird jetzt sehr, sehr wichtig werden, aber vor allem dann 17:45 die angekündigte Erklärung von Donald Trump. Schauen wir uns hier die Reaktion in den Charts an. Hier sehen wir das Plonk. Da geht es nach unten mit roten Kerzchen. Das ist schon ein verrückter Markt. Runter, rauf, runter. Thank you for entertaining, hat vorhin Sven Henrik dazu gesagt. Das ist der Nasdaq 100. Was wir hier sehen, ist der Dow Jones. Wenig anderes Bild, 26.567 Punkte. Der S&P 500, der handelt hier bei 2.947. Was wird der DAX aus der Geschichte machen? Das ist die große Frage. Wir dürften wohl schwächer reinkommen nach dem, was sich hier abzeichnet. Aktuell die Taxe bei 12.030 Punkten. Klar, wenn jetzt die Zölle auf EU-Autos kommen, wer wäre dann am stärksten betroffen? Der DAX. Gestern schon diese herben Aussagen, dieser herbe Pessimismus in Sachen Siemens. Wenn es heute jetzt noch Autozölle geben sollte, dann wird es wohl auch für den DAX deutlich ungemütlich. Wir sehen den Euro-Dollar bei 1,1078, sehen Gold bei 1433, das amerikanische Crude Oil bei 54,93 $, gestern fast 7% gefallen, eben aufgrund der Sorgen A, Zinspolitik der Fed, B, dann natürlich die Zölle gegen China, jetzt möglicherweise Autozölle, das wäre dann noch ein weiterer Rückschlag. Also das war, glaube ich, der Herbst der Abverkauf seit 2016. Was das Öl betrifft, aber ansonsten ist natürlich alles bullisch. Heute die Arbeitsmarktdaten im Fokus bei Finanzmarktwelt. Ich werde heute um 11.30 Uhr in Hamburg im East Hotel vielleicht einige von Ihnen persönlich hier sehen können. Da freue ich mich schon drauf und wünsche jetzt einen guten Handelsstart, meine Damen und Herren. Das wird ein interessanter, ein spannender Tag mit den Arbeitsmarktdaten und dann vor allem dieser Erklärung von The Donald. Bis dann, Servus und Ciao. Die Charts übrigens von Capital.com wollte ich noch erwähnen. Bis dann, Ciao.